Seit über 1000 Jahren tobt im Vatikan der Kampf um die Deutung der Welt. Ein Kampf um richtiges und falsches Wissen. Der Journalist Wolf von Lojewski führt uns durch ein dunkles, noch unbekanntes Kapitel der katholischen Kirche. Ein friedliches Dorf im Friaul, im Norden Italiens. Hier lebt Domenico Scandella, genannt Menocchio. Ein einfacher Müller, der jedoch lesen kann, für seine Zeit sehr ungewöhnlich. Er liest alles, was er in die Finger bekommt. Das ist nicht viel um das Jahr 1600. Doch Menocchio liest und liest und denkt sich sein eigenes Weltbild, so ganz anders, als es in der Bibel steht. Für ihn ist klar, die Luft ist Gott. Also ist Gott nichts anderes als ein wenig Atem und was der Mensch sich einbildet. Das behält er nicht für sich. Menocchio nutzt jede Gelegenheit, seine eigenen Theorien unters Volk zu bringen. Und erzählt, so wie aus Milch Käse entsteht, entsteht unsere Welt aus Erde, Wasser, Luft und Feuer, wenn man nur lange genug rührt. Und wie die Würmer im Käse auftauchen, so tauchen auch die Engel im Himmel auf. Das bleibt der Kirche nicht verborgen. Ein Inquisitor untersucht den Fall. Menocchio wird über Jahre verhört. Schließlich verlangt der Papst des Müllers Tod. Mit all seinen Büchern landet er auf dem Scheiterhaufen. Ein Ketzer weniger. Für die Kirche eine Bedrohung weniger. Doch Bücher wird es weitergeben. Bücher beflügeln die eigenen Gedanken. Sie ermöglichen es jedem Einzelnen, sich eine Meinung zu bilden. Und eine eigene Meinung ist in der Kirche dieser Zeit unerwünscht. Sie kann ihr gefährlich werden. Im 15. Jahrhundert wird Europa durch eine Erfindung revolutioniert. Das Monopol des Vatikan, die Welt zu erklären, gerät nun ins Wanken. Früher wurden Bücher in Schreibstuben aufwendig hergestellt. Und die Abschrift nur eines einzigen Buches dauerte Monate. Für die meisten Menschen waren Bücher damit unerschwinglich. Bis in Mainz ein gewisser Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, den mechanischen Buchdruck erfindet. Was früher noch fast ein Jahr dauerte und teuer war, kann man sich jetzt plötzlich leisten. Eine großflächige Alphabetisierung des einfachen Volkes setzt ein. Es ist das Jahr 1450. Eine Medienrevolution nimmt ihren Anfang. Einer, der von diesem neuen Medium besonders profitiert, ist Martin Luther. Er fordert eine grundlegende Reform der ganzen Kirche an Haupt und Gliedern. Seine Anklage gegen Papst Leo X. wird hunderttausendfach gedruckt. Es ist eine Anklage gegen dessen Prunksucht und gegen den Ablasshandel, den lukrativen Handel mit Sünden. Denn wer zahlt, dem wird vergeben. Das meiste Geld fließt in den Bau des Petersdoms. Es ist aber auch eine Anklage gegen den Vatikan, der für sich allein beansprucht, das Wort Gottes zu deuten.
Ein Unwetter zieht auf und erschüttert Europa. Die Lutherbibel wird ein Bestseller. Ein Buch verändert die Welt. Die Spaltung der Kirche steht bevor. Noch interessiert sich der Vatikan wenig für die neue Welt, denn die drängenden Probleme liegen in Europa. In Rom besteigt Paul III. Den päpstlichen Thron. Luther nennt ihn eine genusssüchtige Sau. Mit seiner Geliebten zeugt er 4 Kinder, Mutter und Schwester soll er vergiftet haben. In der Kirche jedoch greift er hart durch. Er gründet 1542 zur Kontrolle des Glaubens die berüchtigte Heilige Römische Inquisition. Er sagt, wenn mein Vater ein Ketzer wäre, ich selbst würde das Holz für seinen Scheiterhaufen zusammentragen. Was kann die Inquisition tun gegen diese protestantische Pest, die sich in Windeseile ausbreitet? Was kann sie tun gegen all die Bücher, die den gefährlichen Virus verbreiten? Der Vatikan schreibt eine schwarze Liste, den Index der verbotenen Bücher. Ganz oben auf der Liste steht die Bibel selbst, auf Deutsch und anderen Volkssprachen. Doch die Flut protestantischer Bücher steigt und steigt. Die römische Inquisition bemerkt schnell, dass ihre schwarze Liste nicht ausreicht. So geht der Vatikan noch einen Schritt weiter. 1571 nimmt die Index-Kongregation ihre Arbeit auf. Eine Instanz, die nun Bücher für die nächsten 400 Jahre kontrolliert und auch verbietet. Die vatikanische Buchzensur ist institutionalisiert. Es ist die Zeit, in der weltliche und kirchliche Autoritäten, egal welcher Konfession, über das Denken jedes Einzelnen bestimmen. In Demokratien wird man sich ständig dem Thema Zensur und Meinungsfreiheit stellen müssen. Im 16. Jahrhundert glaubt die Kirche, die ideale Lösung gefunden zu haben. Die Index-Kongregation veröffentlicht auf sogenannten Bandi, was im Namen des Papstes nicht gelesen werden darf. Und die Verbotsdekrete werden an die Türen der großen Kirchen Roms geschlagen. Wer als gläubiger Katholik diese Bücher trotzdem liest oder auch nur besitzt, der sündigt schwer. Ihm droht schon auf Erden die soziale Ausgrenzung. Drucker der verbotenen Bücher verlieren sogar ihre Arbeit. Noch schlimmer für einen Gläubigen ist die Exkommunikation, der Ausschluss aus der Kirche und der Verlust des Seelenheils. Dem Sünder droht nun nicht mehr der Scheiterhaufen, der Brand wird ins Gewissen verlegt. Jeder Einzelne muss jetzt entscheiden, ob er der Versuchung, verbotene Bücher zu lesen, widersteht. Was einen armen Sünder im Jenseits erwartet, predigen die Geistlichen von der Kanzel. Und er öffnete den Schacht des Abgrunds. Da stieg Rauch aus dem Schacht auf, wie aus einem großen Ofen. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken über die Erde. Und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie Skorpione haben. Es wurde ihnen befohlen, die Menschen nicht zu töten, sondern nur zu quälen. 5 Monate lang. Das erste Wehe ist vorüber. Aber noch 2-mal wird das Wehe kommen. In der ewigen Verdammnis erwarten den Katholiken nach Vorstellung der Zeit endlose Höllenqualen.